Es geht weiter mit der Umgestaltung des Zimmerpflanzenaquariums, um dann auch so langsam aber sicher mal wieder an das entscheidende Thema hier zu kommen, nämlich der Bepflanzung im emersen Bereich. Ja, die rechte Seite steht soweit wieder ganz ordentlich und auch dieser kleine Wasserlauf gefällt mir soweit ganz gut. Muss natürlich alles noch ein bisschen verfeinert werden, das ist vollkommen klar. Aber jetzt geht es erstmal um die Basis, um auch dann wieder ordentlich Emers bepflanzen zu können. Selbstverständlich liegt der Fokus wieder auf einer möglichst natürlichen Bepflanzung. Also ich möchte hier definitiv keine Blumentöpfe einbringen. Das Ganze soll nach Möglichkeit eben so gestaltet sein, dass es optisch so erscheint, als wenn eben ja aus den Hölzern, aus den Steinen, die hier eingebracht sind, die Pflanzen herauswachsen. Ja, es soll weitergehen, um jetzt auch mal langsam aber sicher hier in Richtung Ende zu kommen, beziehungsweise Anfang der Bepflanzung kommen zu können. Und jetzt heißt es erstmal wieder nach ein paar Tagen Ruhe für den Besatz. Ein bisschen Hektik unter Wasser. Erstmal wieder alles soweit herausnehmen. Zumindest die linke Seite. Besonders hier diese schöne bewachsene Wurzel. Hat sich wirklich richtig gut entwickelt. Das Javamoos hat ein bisschen länger gedauert. Aber da lohnt es sich in jedem Falle auch Geduld mitzubringen. Und dann wird man mit einem ordentlichen grünen Wachstum auch belohnt. Beim Ausräumen ist natürlich wieder etwas Vorsicht und Geduld gefordert, denn der Besatz soll natürlich nicht überstresst werden. Das ist natürlich vollkommen klar. Also da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man den Tieren nach Möglichkeit auch nicht zu arg viel zumutet. Ja, so arg viel ist es gar nicht mehr, was hier noch eingebracht ist. Ich möchte natürlich weitgehend auch das wieder verbauen, was im Aquarium drin war. Möchte hier nicht neues Hardscape einbringen, das war überhaupt nicht das Ziel. Denn ja, primär geht es ja um die Neubepflanzung im emersen Bereich. Überall einige Moosstücke noch, die kann ich überall noch wunderbar neu setzen. Gerade auf den Wurzeln, da fehlt natürlich hier und da noch ein bisschen was, weil sich die Position jetzt doch ein wenig verändert hat. Aber ich denke mal, jetzt kann es so langsam aber sicher an die Anpassung der zweiten Wurzel gehen für den linken Bereich. Hier muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass der Filter als auch der Schlauch nach Möglichkeit immer zugänglich ist. Denn natürlich kann es mal passieren, dass der Schlauch vom Wasserlauf zugesetzt ist und dann sollte man natürlich auch nach Möglichkeit gut an die Sachen herankommen können. So, jetzt mal schauen, dass diese Wurzel hier irgendwie dann auch wieder positioniert ist. Natürlich so, dass der Filter als auch die kleine Förderpumpe für den Wasserlauf nach Möglichkeit immer zugänglich ist. Vollkommen klar. Da möchte ich mir definitiv nichts verbauen. Das wäre ein bisschen blöd, falls man da mal heran muss. Natürlich soll auch die Struktur von der Wurzel hier im emersen Bereich ordentlich zur Geltung kommen. Ich denke mal so. Könnte es ganz ordentlich aussehen. Mal schauen, dass ich das von unten ein wenig abgestützt bekomme, denn so ein bisschen eine Neigung nach vorne hat sie. So ein kleines Eigenleben eben. Aber durch dieses Lavakarbonat, was ich im hinteren Teil aufgeschüttet habe, funktioniert das eigentlich relativ gut, dass man das Ganze abstützen kann. Ja, da werde ich jetzt einfach noch einen kleineren Lavabrocken vorlegen und dann sollte das Ganze auch so funktionieren, dass die Wurzel ordentlich Halt bekommt. Nee, noch nicht. Ja, manchmal nicht ganz so einfach, ne? So, vielleicht noch einen kleinen Brocken. Immer ganz gut, wenn man ein paar kleine Brocken zur Auswahl da hat, um da einfach bei Bedarf noch mal etwas nachsetzen zu können. So, ich würde sagen, die Wurzel steht. Das gefällt mir auch soweit ganz gut. Natürlich muss ich ein bisschen überlegen, natürlich, wie ich dann auch die Bepflanzung einbringe. Nach Möglichkeit eben wieder viele, viele Ritzen und kleine Höhlen schaffen, wo dann die Pflanzen eingesteckt werden können. Denn mir ist hier einfach der natürlicher Aspekt ganz, ganz wichtig. Auf irgendwelche Blumentöpfe hast du nicht gesehen, stehe ich absolut nicht. Das war vorher schon so und das soll natürlich auch so bleiben. Ja, ich würde sagen, ich schaue mir das mal ganz kurz genauer an, gehe mal ganz kurz in mich, ob das so bleiben kann.
und dann geht's weiter. Also grundsätzlich gefällt mir das von der Basis her schon mal ganz gut. Hier auf der rechten Seite diese Wurzel, die auf diesem Lavastein so ein bisschen aufgelegt ist, eben mit diesem kleinen Wasserlauf dabei. Und auf der linken Seite die etwas größere Wurzel mit diesen schönen Ausläufern nach oben, die auch später bei der Bepflanzung nochmal sehr, sehr wichtig sein könnten, ja, um da zum Beispiel etwas zu fixieren. Also das gefällt mir so von der Grundstruktur, von der Grundbasis her in jedem Falle schon mal sehr, sehr gut. Um die Bepflanzung später vernünftig einbringen zu können, ist es ganz, ganz wichtig, wenn viele Ritzen und Spalten irgendwo vorhanden sind, um dann die Pflanzen entsprechend fixieren zu können, damit sie auch Halt bekommen. Und das ist hier soweit eigentlich überall gegeben. Natürlich werde ich dann ja final, wenn es um die Bepflanzung geht, noch das ein oder andere nachbessern, das ein oder andere kleine Holzstück noch irgendwo einbringen, vielleicht auch noch den ein oder anderen Stein irgendwo einbringen. Und ja, es sind so Kleinigkeiten, die einfach noch gemacht werden müssen, die ich allerdings erst machen kann, wenn es dann wirklich um die finale Bepflanzung geht. Das macht jetzt vorab so als grober Aufbau wenig Sinn, da jetzt einfach schon in die kleinen Feinheiten reinzugehen. Was mir noch nicht ganz so gefällt, ist, dass der Filter so ein bisschen offen da sichtbar ist. Und ich habe hier noch ein Holzstück. Das ist ganz gut bewachsen mit der Hydrocotyle tripatitia. War eigentlich im emersen Bereich. Und ich denke mal, das werde ich jetzt als Filtercover so ein bisschen nutzen, einfach da vorstellen, damit der Filter eben auch so ein klein wenig dann verdeckt ist. Ich zeige euch das gleich nochmal in der Nahaufnahme. Ich versuche das jetzt gerade mal hier einzubringen, ob das so auf die Schnelle auch funktioniert. Aber ja, das klappt wunderbar. Das kann man hier einfach stehen lassen. Die Hydrocotyle wird dann sowieso hier Emers weiter wachsen. Die ist ja auch hier oben schon im oberen Bereich an die Emerse Kultur gewöhnt. Von daher sollte das soweit ganz gut funktionieren. Alles in allem bin ich mit diesem oberen Aufbau völlig einverstanden. Das Ganze ist ja jetzt etwas mehr nach hinten gerückt, war vorher etwas anders da angeordnet. Da war ja hauptsächlich der mittlere Bereich und doch so ein wenig nach vorne verlagert das Ganze. Und das in jedem Fall jetzt schon mal eine extreme Veränderung zu vorher. Hat natürlich jetzt auch zur Folge, dass sich unter Wasser einiges an freier Fläche befindet. Und auch das in jedem Falle eine große Veränderung zu vorher. Vorher war es eben so, dass lediglich ein kleiner schmaler Streifen vorne relativ frei gewesen ist und dann kam eben schon dieser massive Lavaaufbau. Es ist jetzt aktuell so, dass ich noch einige Steine definitiv übrig habe. Hier zum Beispiel noch ein etwas größerer Lavabrocken, der gar nicht eingebracht worden ist. Ich möchte auch hier gar nichts mehr weiter großartig einbringen. Unter Wasser soll sich natürlich noch ein bisschen was verändern. Es sieht noch ein bisschen wüst aus. Ich habe unter Wasser keine Hand angelegt. Also da werde ich definitiv noch ein paar Veränderungen vornehmen müssen. Auch was die Bepflanzung angeht, unter Wasser bin ich mir noch nicht wirklich sicher, ob ich eventuell noch eine zusätzliche Pflanzart hier einbringen möchte. Wäre. Javamoos wird in jedem Falle noch mal etwas nachgelegt werden. Das meiste ist ja mittlerweile sowieso im emersen Bereich angekommen. Also ein bis zwei Töpfe Javamoos kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die noch hier in das Becken mit einwandern werden. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, was ihr noch an zusätzlicher Bepflanzung unter Wasser einbringen würdet in dieses Becken hier. Vielleicht finde ich ja so noch die ein oder andere Inspiration. Damit wäre dieser Umbau vom Zimmerpflanzenaquarium eigentlich soweit durch. Zumindest was das Grobe angeht. Natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, die verändert werden sollen, verändert werden müssen. Ganz klar, weil so wie es jetzt steht, wird es nicht bleiben. Das definitiv nicht. Aber das meiste wird sich eben später ergeben, wenn es darum geht, das Ganze eben erst zu bepflanzen. Da wird es mit Sicherheit so sein, dass noch das ein oder andere kleine Holzstück irgendwo mit eingebracht werden muss, um dann eben auch den Pflanzen entsprechend Halt zu geben. Was die Bepflanzung angeht, Emers ist ja soweit meine Vorstellung ziemlich klar. Monstera Adansonii, hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, wird in jedem Falle hier eingebracht werden. Ansonsten noch die ein oder andere Phytonia, eventuell auch noch die ein oder andere Testpflanze für den Emersen Bereich, für die direkte Wasserkultur und natürlich noch ein Eyecatcher für die rechte Seite. Das wird eine Begonie werden, die auch blüht. Also hoffentlich blüht es da natürlich. Ich hoffe mal, ich schaffe das innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage, die Pflanze abzuholen und dann geht es hier
hier mit der Bepflanzung in jedem Falle weiter. Dazu dann ein separates Video, weil das wäre einfach viel zu umfangreich gewesen, das Ganze in einem Video zu verpacken. Ansonsten würde ich sagen, genügend Stress für heute, für den Besatz, alles in allem. Ja, eine gute Stunde hat es gedauert, dieser kleine Mini-Umbau hier, also dann doch ziemlich überschaubar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.